So, herzlich willkommen zurück zu meinem Decent Let's Play. Und wir gucken uns jetzt mal Level 13 an. Oh. Wir haben es mit neuen gegnerischen Kandidaten zu tun. Ein PTMC-Verteidigungsprototyp von der Größe 6 Meter mit 4 Argon-Kanonen bewaffnet. Und die Bedrohung ist mittel oder hoch. Gedacht für Wache und Verteidigung, kann mit hoher Geschwindigkeit feuern, ohne zu behitzen. Ja, die Dinger sind eigentlich nicht neu, die haben wir ja schon in dem Secret Level gesehen. Und ja, so angenehm sind sie nicht, die schießen halt eben mit diesen... Soweit ich weiß, hatten die doch dieses Level 4 Laserzeug da geschossen und das halt ziemlich schnell. Ja... Geht eigentlich, also die Raketenflieger finde ich da viel, viel schlimmer. So. Ach, das ist der einzige neue. Jetzt sind wir wieder beim Briefing angelangt. PTMC Direktive CMD AG 563633 an MD 1032 Ganymede Orbit. Nee, Ganymede Orbit, so. Von PTMC Hauptquartier Orbit. Nächstes Ziel, Europa Sulfurmine MN5545. Das Überraschungsmoment hält weiter an. Ah ja, was soll das denn heißen? Wie auch immer, wollen wir mal rein da. Prepare for descent. Ja, gleich speichern, gleich die Waffe wechseln, gleich nochmal speichern. Und dann sehen wir uns gleich beim Musiklevel für Level 13 wieder. Und zwar der Europa Mining Kolonie. Bis gleich zum Musikwechsel. So, herzlich willkommen zurück mit dem Musikwechsel. Und ja. Hier soll es ja jetzt einen neuen Gegner geben. Dann wollen wir mal schauen. Oh. Sie war tatsächlich ein Secret. Ich habe das einfach nur mal so instinktiv mal angeflogen, ne? Und dann ist hier sogar noch eins. Coole Sache. Da sehe ich was. Das war jetzt einfach. Das war jetzt schön einfach. Oh no. Nicht ihr schon wieder. Nicht ihr schon wieder. Ich mag euch nicht. Ihr seid doof. Ihr seid wirklich doof. Oh Gott, das geht ja schon gut los hier. Was war das? Ach du. Dich lacht man ja schon mehr aus als alles andere. Als wenn du gefährlich wärst. Ja, die Qual der Wahl, oder wie? Nach unten. Holy shit, ist das da unten dunkel. Ich glaube, das lasse ich mal lieber. Und gehe erstmal hier links. So. Wow. Ne, das kann ich gleich laden. Das ist irgendwie... Oha. Pass auf, was du tust, du kleines Mistvieh. Ja, bei dem Level habe ich wieder es so gemacht, dass... Oh, wow. Na, komm schon. Na, wunderbar. Jo, hat doch wunderbar geklappt. Bei dem Level habe ich das wieder so gemacht, dass ich zwei... mal denselben Midi-Song. Also es gibt halt wieder zwei Synthesizer, die mir gefallen. SGM als auch Unison. Und darum habe ich einfach beide genommen. Wenn man sich nicht entscheiden kann, ne? Das habe ich ja in der Vergangenheit schon mal gemacht, ja. So. Und das mit dem nicht entscheiden können, das breitet sich auch. What the fuck war das denn alles? Das hat sich noch einer ganzen Menge angehört eben. Ach, ihr seid unsichtbar, ihr Pissnelken.
Ja, was ich sagen wollte, das nicht entscheiden können, breitet sich auch aufs Spiel auf. Aus. Ja, das soll ich mit dem Kloakengerät jetzt, ich weiß nicht, soll ich das mitnehmen? Soll ich es liegen lassen? Obwohl, irgendwann ist es eh weg, weil er das ja verloren hat, also nehme ich es einfach mal mit. Die Vulkan nimmt man natürlich mit, die kann man immer gut gebrauchen für den Reaktor. Okay. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay, dann bleibt ja noch die Tür über. Okay, speichern wir das Ganze nochmal. Oh, hier ist Energy. Das ist gut. Gleich am Anfang schon, dann können wir ja richtig verbraten hier. Oh, war da nicht der neue Gegner eben? Das sah so aus. Obwohl, neu ist er ja für uns nicht mehr. Im Secret Level hatten wir den ja auch schon. Aber regulär wäre er halt neu und du verpiss dich, du kleine Grille. Hoppala, was willst du denn? Er wollte mich treffen. Er wollte mich offensichtlich treffen, was ihm auch gelungen ist. Oh, der wollte mich auch treffen, der wollte mich sogar töten. Ja. Leider wollen die das ab und zu auch mal. Ganz schön viele Concussions, ne? Die mir erst gefehlt hatten. Oh, da ist er ja schon. Wow. Nee. Das gefällt mir nicht. Nochmal das Ganze. Wir nähern uns da langsam. Ich kann gar nicht im Lock sein. Ich sehe mir doch nichts. Na also, geht doch. Oh, ich habe die Tür schon aufgemacht und da ist ein Hulk. Den ich doch gleich mal ausgeschaltet habe. Dieses Miststück. Warum vergesse ich immer meine Zeit zu stellen auf 25 Minuten zu teilen? Dass die letzten drei Parts für die sind, die ich mittlerweile vergessen. Ja. Von beiden Seiten, das ist mies. Aber ihr seid ja nur diese kleinen Billig-Hulks, das ist ja... Vor sowas hat man ja keine Angst, ne? Das ist ja... Spielzeug-Bot hier. Aber ich glaube, da ist ein Secret. Da ist in der Tat ein Secret. Und hier ist, glaube ich, auch ein Secret. Ja, Homings. Was soll ich mit so vielen Raketen? Ich brauche nicht so viele Raketen, ne? Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Aber irgendwie brauche ich wirklich nicht so viele Raketen. Es war gut, dass ich hier von unten rangegangen bin. Definitiv. Das war so nämlich deutlich einfacher. Habe ich mir schon gedacht. Von oben nach unten ist immer scheiße. So war es besser. Naja, das Secret war nicht so, so wie das Kloakengerät leuchtet. Das passiert halt, wenn man dynamisches Licht hat, ne? Ja. Okay. Zur blauen Türen, dann nehme ich das Kloakengerät doch für die blaue Tür. Ich wollte Alt F1. So. Ja, hier sind so viele Raketen immer, ne? Irgendwie könnte ich da wirklich mal welche von einsetzen, aber ich mach's trotzdem nie. Boah, 700 geben die Dinger. Autsch, das hat wehgetan. Das hat zu sehr wehgetan. Achso, ich bin ja schon cloaked, ja. Ich bin ja schon cloaked. Dann muss ich ja hier durch. Okay. Was haben wir denn, wenn wir hier direkt mal reingehen? Ein so ein hässliches Ding, noch so ein hässliches Ding. Ja, okay. Was ist hier noch? Der neue Gegner ist hier noch. Jetzt haben wir einen schönen Rundflug gemacht. Jetzt mache ich mich erstmal speichern. Jetzt ist mein Kloaken weg. So. Okay, und hier sind die anderen, ne? Jo. Die sind ja eigentlich nicht gerade gefährlich. Ich glaube, die mache ich mal einen heißen Arsch. Hat doch funktioniert bei dem ersten schon mal.
Na top. Klappt doch wunderbar bisher. Wir raschen hier schon regelrecht durch hier diesmal. Das ist ja göttlich. Oh, da ist ja noch einer. Nö, 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 nö. Du verarschst mich nicht so. Das ist erstmal heiße Füße hier. Oh, was ist das? Ich speichere jetzt erstmal, aber irgendwas hat mich da schon wieder gesehen. Mitnehmen. So. Jetzt muss ich mal kurz zurück. Denn hier war nämlich doch irgendwo das Energy Center. Ist das ein Secret? Nee. Ware ist nicht. Wo war das Energy Center jetzt? Auf der anderen Seite oder wie? Ah, das ist doof, aber ich brauche Energy. Und so viel habe ich davon nicht mehr. So, jetzt hier hoch. So, zack. Und auf der linken Seite. Top. Aber wieso... Ach so, da fliegt man hier so runter. Ah. Jetzt verstehe ich das Ganze. Hätte ich also doch gar nicht so weit gemusst. Na egal. Jetzt weiß ich es besser. So, da war doch irgendwo noch so Zeug. Ja, lass mich hoch da. Da, genau. Hier diese... Wow, Laserkanone und da sieht mich hier was. Oh, das ist sogar eine ganze Ecke. Aber damit haben wir ja kein Problem. Auch mit diesem komischen Hulk da hinten nicht. Warum ist der jetzt noch nicht gestorben? Nun ist er das aber. So. Zack. Und was haben wir hier noch Schönes? Ja. Ein leerer Raum mit nichts mehr drin. Interessant. Gut, was haben wir hier noch? Raketen, Bomben, kaputte Ventilatoren und ein Heilerventilator. Und eine Leiter. Yeah. Ich habe schon 10 Bomben. Und was habe ich hier oben? Bei der Leiter? Eine Laserkanone auf jeden Fall schon mal. Warum sammle ich die jetzt ein? Ach egal, passt schon. Energie. Jetzt zurückfliegen ist auch... Nee, muss nicht sein. Es passt schon so. So weit ist es ja nicht weg, wenn ich neue brauche. So. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Ach, den Raum kennen wir doch schon. Eigentlich alles relativ verbunden hier. Ja, okay, aber wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Da haben wir das, da ist das Energy, ja. Da musste noch irgendwo was sein, wo ich noch nicht war. Jetzt bin ich verwirrt. Na, Energy hole ich mir auf jeden Fall schon mal. So, zack. Aber wo war ich jetzt noch nicht? Das ist komisch. Irgendwas muss ich hier übersehen haben. Das ist ja echt... Ah, doch, da hinten. Ah, da ist doch noch eine Tür. Ah, ja, klar, hier in dem Bereich, logisch. Hier sollte ich mich nochmal genauer umsehen. Hier habe ich ja noch nicht alles. Stimmt, ja, da war ja was. Aua, das tut mir doch auch weh. Ist gemein, so hinter der Tür zu lauern. Was denkt ihr euch? Das ist echt gemein. Boah, ist das gemein. So. Aber einen haben wir schon mal. Ist doch diesen dämlichen Hulk da hinten. Oh oh. Bleib da, wo du hergekommen bist. Nein, ich will nicht im Block sein. Will ich nicht. Aber wir können eigentlich mal so richtig schön feuern. Weil hier ist eh Energy. So, natürlich speichere ich den zerfetzten Hulk. Da auch ja nicht die Hoffnung hat, dass er
eine erneute Chance bekommt. Diese Hoffnung muss ihm gleich genommen werden. So. Okay. Und dann hier wieder. Zack, speichern. Drin hier. Was haben wir hier? Irgend so eine komische Tür, die in so einem ganz komischen, verzwickten Loch ist. Okay. Ja. Jetzt haben wir denn hier jetzt. Was ist dahinter? Ein ruhiger Raum. Ein elendig ruhiger Raum. Oh! Und genau sowas habe ich mir schon gedacht. Ein elender Hulk ist dahinter. Ja. Wo war denn der jetzt? Ah, ich sehe ihn schon. Bleib da! Ich hab gesagt, du sollst da bleiben! Ach, leck mich. Er hört natürlich nicht, na gut. Aber ich hab schon ein Geschenk für ihn vorbereitet. Boah, er für mich aber auch. Er für mich aber leider auch. Ah. Das ist doch schrecklich. Was mache ich denn gegen den jetzt schon wieder? Kommt man da nicht anders ran? Ach, der nervt ja wirklich, der Kandidat. Ey. Oh. Oh Mann. Das ist doch fiese. Das Gefühl, der Kumpel mag mich nicht. Irgendwie habe ich da so arg das Gefühl, als würde der Typ mich nicht mögen. Hm. Ich speichere das mal. Ich habe ihn immer getroffen, ne? Ah, dass es den da immer so raushaut gleich, wenn man da mit einem Laser drauf geht, ey. Ne, wenn ich jetzt mal da drin bleiben würde, aber es schießt den ja mal gleich so weg. Das ist echt ätzend, ist das. Egal, was man da drauf zimmert. Er kommt halt immer gleich. Ach, du Kacke, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer, der mir den Arsch schießt. Ah. Das ist echt nicht gemacht. Das ist echt nicht fair. Hm. Was sagen denn unsere Raketen so? Smart Megas. Bam. Damit ihr die auch mal seht. Aber muss noch einer sein irgendwo, ich glaube da oben. Nein, da schon mal nicht. Aber soll ich da wirklich auch eine Mega für verschwenden? Ich weiß es nicht. Aber der saß so ungünstig, hatte keinen Bock mehr auf den. Ach nee, der ist da drin, ne? Nee, auch nicht. Wo ist denn der? Da oben, glaube ich. Nein, er ist da. Er ist also quasi hinter mir. Hinter mir. Also da oben drin. Ich hätte ja Bock, da noch eine Mega reinzuschmeißen, ne? Aber... Aber das war jetzt, glaube ich, ein bisschen sparsamer. Würde ich mal meinen. So. Aber für den war es mir wert. Der Kandidat war so nervig. Da muss ich mir den Spaß erlauben und ihn direkt zerfetzen. Ja, ist natürlich ein bisschen Verschwendung direkt dafür eine Mega raushauen für so ein Vieh. Aber hey, solange ich das nicht für eine Klasse 1 Drohne mache, ist das eigentlich noch im Rahmen.
Ja, die Mega-Raketen sind auch zielsuchend. Also passend zu Silvester müsste es jetzt noch so ein Easter Egg geben. Das wäre doch mal geil. So, Silvester Missile. Das wäre doch mal toll. Und die ist dann so stark, dass sie direkt das ganze Level sprengt. Yeah. Und mich gleichzeitig Feuer unverwundbar macht. Haha. Die sprengt gleich das ganze Sonnensystem weg. Dann ist das Robotproblem mit einem Schlag gelöst. Aber ich glaube, die Silvesterrakete schafft es nicht nach Deutschland. Reine Vermutung jetzt mal, ne? Aber im ersten, das hätte man wirklich mal so als Easter Egg machen, wäre voll lustig, eine bunte Explosion da. Das hätte doch mal was. Ja, gut, wollen wir mal wieder ernsthaft weitermachen. Sofern wir denn ernsthaft weitermachen können, weil da warten schon wieder irgendwelche Hulks auf mich hier. Achso, das bist nur du. Dich machen wir mal platt. Oh, wow, der Hulk. Nein, und ich mach die Tür auch noch wieder auf. Ich bin so blau. Ja. Okay. Auf ein neues. Ich muss erstmal diesen... Aha, es ist eine ganz eklige Ecke hier. Gut, den haben wir. Was sagt meine Uhr? Ja, ein bisschen kann ich noch. So. Das ist aber schön, das ist eine... Das ist eigentlich eine schöne Ecke, die kriege ich eigentlich gut, die Hulks. Weil hier kann man sich gut vor den Homings verstecken. Das müsste eigentlich ein relativ einfacher Prozess sein. Wenn man dann rechtzeitig abbaut. Wow. Das hätte ins Auge gehen können. Nein. Wie gut reagiert ihr denn? Hahaha. Da ist er weg, der Hulk. So, jetzt brauche ich den anderen noch. Da war noch einer. Irgendwas anderes ist da auch noch. Oh, weg hier. Ah, ich bin ja mal dafür, dass der mal stirbt, ne? Boah, das gibt's doch nicht. Was hält denn der aus? Ja, endlich. So. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nur nicht getroffen. Das wäre natürlich auch eine Alternativmöglichkeit. So, zack. Und jetzt brauche ich neue Energy hier. Nee. Die gibt es hier unten. So. Hier durch. So. War das jetzt hier zurück? Ja. Die brauche ich nämlich relativ dringend. War ich jetzt wirklich hier zurück oder fliege ich hier gerade totale Umwege? Ich weiß es selbst nicht so genau. Es ist irgendwie so ein bisschen... Ja. Ich glaube aber schon, dass ich gerade Umwege geflogen bin. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder volle Energy. Nee, Quatsch. Hä, wo kam ich jetzt her? Ich trottel. Ich bin in die falsche Seite, ne? Ich muss da wieder hin. Jojo, genau, ich muss hier wieder runter, ey. So, zack, runter hier. Hier rein. Links rum. Hä, ich bin falsch rum. So. Hier drin.
Hier runter. Bupp. Oh, wäre ich voll in den Umweg geflogen, stelle ich gerade fest. Naja, passiert. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau, da muss ich noch rin. Ist der Raum jetzt endlich leer? Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Hier ist noch Shield, das soll man mitnehmen. Und irgendwann ist es nämlich weg. Weil das ja ein Robot verloren hat. So. Und wie wir ja wissen, ist das, wenn es ein Robot verliert, ja, irgendwann weg. Und das ist immer äußerst unschön und ärgerlich. Denn wenn die schon sowas hinterlassen, sollte man es natürlich auch mitnehmen. Ja. Ja, ich fliege die Tür noch. Das machen wir noch. Könnte sein, dass der Part dann ein bisschen länger ist, weil ich die Uhr nicht gestellt habe, aber hey. Das seid ihr von mir im Grunde schon gewohnt. Jo, den habe ich gut getroffen. Der ist weg. Da ist aber noch einer. Aber ich denke, den kriege ich auch gut. Oh, da ist ein Bohrer. Der hat höchste Priorität. So, weg. Schön, dass ihr mir nicht seht. Das ist gut. So. Und was ist mit dem Plasma-Jungen? Da. Den hätte ich ganz gerne auch noch weg. Bamsen. So. Wieso bin ich denn jetzt hier eigentlich schon wieder falsch rum? Das ist ja verwirrend, dass ich hier... Nein! Ah! Ich habe aber den Plasma, ja, den habe ich schon. Okay. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so gut falsch, gar nicht mal so schlecht falsch rum zu sein. Dann müsste der Hulk nämlich jetzt unten sein. Theoretisch zumindest. So sieht es aus. Oh, oh, verpiss dich. Nein, 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 nein. Zieh Leine, ich will dich nicht. So. Vier Homies kriegen wir locker nochmal wieder rein. Ich will aber nicht die Homie. Ich hab gesagt, ich wollte nicht die Homie. Na gut, dann sind wir Einzelne mit, ist auch egal. Von mir aus auch Einzelne. So, und das auch noch eine. Na zack, perfekt. Klappt doch wie am Schnürchen hier. So. Oh, da ist doch noch eine Tür. Ja. Die Tür lasse ich jetzt erstmal Tür sein. Wie komme ich jetzt am schnellsten zu meinem Energy Center, ohne dass ich jetzt hier wieder irgendwelche Weltreisen fliege? Ne, die Tür ist neu. Doch eigentlich nur nehme ich noch. Oh, da war das hier durch. Nein, das ist schon wieder die Tür. Verwirrung. Ich muss aber doch nach unten. Ich fliege jetzt einfach mal nach unten. Wird schon gut sein hier. Ja, ist doch auch richtig. So, und jetzt muss ich nämlich rechts rum. Bin ich doch richtig. Na also. Ach, jetzt weiß ich den Fehler. Ich bin da. Ah, ich muss mich hier hochfliegen. Bin ich wahrscheinlich das letzte Mal rechts rum weitergeflogen. Ha! So. Dann fliege ich wieder zurück und dann mache ich meinen Part zu Ende. So, aber erstmal fliege ich natürlich wieder dahin, wo wir waren. Damit wir beim nächsten Mal direkt weitermachen können. War da unten eigentlich noch was oder habe ich. Ne, da habe ich. Die habe ich ja alle schon geplättet. Stimmt ja. Das hat ja mit dem Kloakengerät gemacht. Ne, dann brauche ich da nicht weiter gucken. Okay. So, hierin. Und dann waren wir hier oben, ne? Jupp. So. Dann hierin. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Hier speichere ich. Drehe ich mein Schiff mal um, dass ich wieder richtig rum bin. Speichere nochmal. Ja.
dann beende ich hiermit meinen Part und sage somit, dass wir uns dann gleich in Part 2 von Level 13 Europa Mining Kolonie wiedersehen. Bis gleich!